Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der Klassiker San Sebastian 2021. Das Rennen führt über 223,5 Kilometer um San Sebastian herum. Dabei sind 6 Anstiege zu absolvieren. Der Ascarate, der Uraki und der Alkiza befinden sich noch auf der ersten Hälfte der Strecke. Das Finale wird knapp 60 Kilometer vor dem Ziel mit dem Aufstieg zum Jaizkibel eröffnet. Es folgt der 3,8 Kilometer lange und durchschnittlich 10,6% steile Anstieg zum Air Lights. Die Entscheidung fällt an der finalen Rampe nach Mokil Tontora. Es dauerte knapp 80 Kilometer, bis sich eine 13-Fahrer große Spitzengruppe aus dem Feld löste. Lilian Kalmejan, Mikhail Cherel, Valerio Conti, Alexandra Ryubashenko, Johan Jakobs, José Joaquín Rojas, Joaquín Moculalda, Oscar Capeto, Javier Romo, Jeremy Cabot, Miquel Piscara, Roman Hardy sowie Chandris Ferlovesem bauten ihren Vorsprung auf etwas mehr als 3 Minuten aus. Im Anstieg zum Jaizkibel, knapp 60 Kilometer vor dem Ziel, brach die Gruppe auseinander. Neoprofi Romo setzte sich von seinen Begleitern ab und verteidigte über den Gipfel einen Vorsprung von 1,15 auf das Feld. Inzwischen hatte starker Regen mit unseitigen Windböen eingesetzt, was die anschließende Abfahrt erschwerte. Matteo Fabbro, Wilco Keldermann und Giovanni Aleotti, alle von Bora Hansgrohe, rutschten dabei in einer Kurve weg und waren damit raus im Kampf um die Spitzenplätze. Zugleich versuchte Moritz hier zum ersten Mal sein Glück, wurde jedoch am Ende der Abfahrt mit den ehemaligen Mitgliedern der Spitzengruppe vom Feld gestellt. Der 22-jährige Romo verteidigte seine Führung dann noch bis in den vorletzten Anstieg zum Air Lights. Dort attackierte Mikel Landa, der nach einem schweren Sturz beim Giro sein Comeback feierte. Der Baske wurde schnell von Kehr gestellt und überholt. Der junge Brite baute seinen Vorsprung über den Gipfel des Anstieges auf 50 Sekunden aus. Auf der anspruchsvollen Abfahrt setzte sich Moritz wieder aus dem Feld ab, diesmal mit Paulus, Honore und Rota im Schlepptau. Das Quartett schloss schnell zu K auf. Gemeinsam bauten sie ihren Vorsprung auf 1,15 aus. Als im Feld niemand Drecksäger Fredo bei der Nachführarbeit unterstützen wollte, wurde klar, dass der Sieg an die Ausreißer gehen würde. Im Anstieg nach Mogil verlor zunächst der erschöpfte Kerr den Anschluss an seine Fluchtkollegen. Anschließend attackierte Pauls kurz vor dem steilsten Abschnitt und fuhr einen Vorsprung von bis zu 10 Sekunden heraus. Moritz hatte sich das Tempo jedoch gut eingeteilt und schloss gemeinsam mit Honore in der Bergwertung wieder zu Pauls auf. Kurz vor Beginn der letzten Abfahrt schaffte auch der kurzzeitig abgehängte Rota wieder den Anschluss. Zur Schlüsselstelle des Rennens wurde eine Rechtskurve knapp 5 Kilometer vor dem Ziel. Moritz versteuerte sich, konnte aber gerade so noch einen Sturz vermeiden. Hinter ihm knallte Honore jedoch gegen die Leitplanke, während Rota auf dem Asphalt landete. Alle konnten zwar weiterfahren, allerdings kostete es Moritz und Honore eine gehörige Portion Kraft, um wieder zu Pauls aufzuschließen. Rota wurde distanziert. Einen Kilometer vor dem Ziel lancierte Moritz aus einer Kurve heraus eine letzte erfolglose Attacke. Mati Moric war es, der den Sprint in dieser Gruppe eröffnete. Nelson Paulus kam am Rest nochmal vorbei und man merkte, dass es ein sehr knapper Sprint wurde. Und am Ende war es Nelson Paulus, der wegen einer Radlänge die Klassiker San Sebastian 2021 gewinnen konnte. Hier sehen wir die Top 10 der Klassiker San Sebastian. Erster wurde Nelson Paulus, zweiter Mati Moric und dritter Mikel Honore mit derselben Zeit. Dann kam vierter Lorenzo Rota, 30 Sekunden später. Und dann kam die Favoritengruppe, 1 Minute und 4 Sekunden später, mit Alessandro Corvi, Julian Alaphilippe, Ott Christian Eickig, Jonas Vingegaard, Gianni Moscon und Bauke Mollema. So, das war's mit der Zusammenfassung der Klassiker San Sebastian 2021. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und schreibt mir auch noch in die Kommentare, wie euch die Klassiker San Sebastian gefallen hat. So, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal mit der Polenrundfahrt. Mach's gut!